Ich bin hier mit Felix Lobrecht. Wir sitzen im Studio, wir haben gerade geprobt. Es wird eine fantastische Sendung. Also ich weiß nicht, hast du schon mal so eine fantastische Sendung geprobt? Ich meine, hast du. Nee, weil du nicht probst. Eben. Wer probt, kann nichts. Wer probt, genau. Und was ist mit Tinder? Tinder nicht. Ich auch nicht, du? Weil ich. Nee, ich bin nicht bei Tinder, weil ich kann ja nicht. Das geht doch nicht. Also ich kann ja nicht bei. Ja, hallo, hier ist. Ich bin Caroline Kebekus. Was meinst du? Oder es passiert halt gar nichts, weil jeder denkt, das wäre sad. Das wäre richtig sad, tatsächlich. So, wir haben jetzt eine lustige Sache vor. Und zwar hatte unsere nette Redaktion uns Chatverläufe von Tinder auf die Handys gepackt. Da gibt es jetzt ein paar, die wir verlesen möchten. Sind die echt? Die sind echt, wurde mir gesagt. Okay. Echt? Ich nehme an, das sind Privatdialoge aus von der Redaktion. Ja. Hi, das ist schon mal mega geil. Das ist total unverfänglich. Ist erstmal ein Opener. So kann man mal, ne? Ja. Genau. Aber weißt du, was man darauf gut antwortet? Was jetzt? Hi. So, jetzt kommt sie wieder. Bock auf Sex? Klar, immer. Bei dir oder bei mir? Sorry, das war gerade meine Freundin. Vielleicht mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? Sorry, ich trinke keinen Kaffee. Aber hast du mal die Nummer von deiner Freundin? Ernsthaft? Okay, Caro. Ja. Was ist denn los, Felix? Ich würde gerne heute Nacht deine Vagina ausschlecken. Ausschlecken? Ausschlecken. Ja, aber jetzt? Bitte Schleckort mitteilen. Das ist witzig. Was stimmt denn mit dir nicht? Sehe ich aus wie ein Eck von Scheckeis? Eck von Scheckeis? Ich glaube, du bist als Kind bei Frost öfters mal an einer Laterne kleben geblieben, oder? Komischer. Das war kein guter Konter, oder? Total, also auch total aufwendig gekontert. Ja, und mega vor allen Dingen, und sich dann noch verschrieben. Kennst du das, wenn dein Auto korrekt dich blamiert? Ja. Oder deine Schlagfertigkeit ruiniert? Und dann ach fuck, sorry, ich wollte eigentlich das schreien, das wäre witzig gewesen. Ach, was ein Zufall, mein Penis heißt Froster. Das ist auch eine richtig schlechte Antwort. Mhm. Und mein Froster steht auf vaginale Schmelzung mit abschließender Kuscheltour. Jetzt wird es so ein bisschen. Jetzt weiß ich langsam, was er meint. Aber wenn die Tante doch irgendwie schon so, ich will, boah, was bist du denn für einer? Und dann, ach so, jetzt versucht er mit Kuscheln nochmal, ey, war alles ein Witz wegen, ja, so anfüttern. Mein Penis möchte auch kucheln später. Kucheln. Hat sowas jemals funktioniert? Heute noch nicht. Das ist gut. Das ist ganz gut. Jemals! Boah, sie versteht gar keine Ironie. Ich hoffe heute. Alter! Irgendwie ging das hier falsch los und du hast einen vollkommen verkehrten Eindruck von mir gewonnen. Das glaube ich allerdings nicht. Geht es noch weit? Bei mir geht's nicht. Nee, ist jetzt vorbei, oder? Schatz, 300 Euro. Was? Dich zu küssen und mit dir zusammen sein, Schatz, für ein paar Stunden. Jetzt kommt eine Telefonnummer und dann hab für dich die Nummer einer Nutte rausgesucht. Aber ich habe kein Interesse. Wem gehört das Nummer, Schatz? Und traurig. Die Nummer, nicht das Nummer. Die Nummer, nicht das Nummer. Irgendeiner Hure aus dem Internet. Und jetzt nerv nicht. Schatz, ich will dich. Warum gibst du mir irgendeine Nummer, die ich nicht kenne, ja? Erstens bin ich nicht dein Schatz. Zweitens, ich kenne dich nicht mal. Drittens, will ich doch auch nicht kennen. Viertens, du bist widerlich. Fünftens, du siehst aus, als wärst du so alt wie mein Vater. Sechstens, nerv mich nicht. Ciao, ich kenne auch keine Kommas und Punkte. Und wenn die den schon scheiße hässlich fand, wieso hat die ihn gematcht? Okay, ich verstehe es nicht, ja? Aber ciao hat sie richtig geschrieben. Das ist richtig. Und das fällt wirklich positiv auf. Nein, bin ich nicht, Schatz. Warum musst du immer so gemein sein jetzt? Ja, bin 29, okay? Auch gänzlich und verzichtet. Und ich bin 16, also hau rein. Aha, du siehst aber reifer aus, Schatz, ja, und sexy. Bist auch genau mein Geschmack, ja? Bist du irgendwie auf den Kopf gefallen oder so? Nein, bin ich, Baby. Meinst du, würde diese Vibe mit mir ficken, sag mal? Ja, würde dir. Echt, Schatz, aber die ist nicht dick oder so, ne? Nein, und jetzt ciao. Und meinst du, die kann meinen Schwanz reinkriegen, Schatz? Das ist meins, schwöre dir, Schatz. Was? Das ist meins, schwöre dir, Schatz. Ich finde es auch so geil kombiniert, zu sagen, meinst du, kriegst meinen Schwanz rein, Schatz? Direkt blocken, du Ehrenloser. Was habt ihr gemacht jetzt, Schatz, ja? Egal, was ich sage, du bist immer sauer auf mich, ja? Ich glaube, wow, die kennen sich. Die kennen sich? Naja, die, guck da mal, wie,
Ja, oder der Typ hat einfach, je nachdem, wie dieser Chatverlauf, kann ja auch über Jahre sein, dass er sich einfach eine langfristige Beziehung eingebildet hat. So. It's crazy. Man kennt es. Ist das Skype oder so? Jupp. Wie heißt du da? Träum weiter, 1, 2, 3. Finde dich nicht. Erde du mich mal. Versuch mal mit Nerven nicht, 3, 4, 5. Auch nicht. Hm, komisch. Vielleicht klappt ja, bist du inkompetent, 6, 7, 8. Mit oder ohne Unterstrich? Ohne. Nee, geht auch nicht. Wieso? Wieso hast du nur so viele? Haha, göttlich. Das ist ganz witzig. Ja, stimmt. Gibt's auch mal irgendwie Chatverläufe, wo die Männer besser dastehen bisher? Verkacken die immer, oder? Nee, aber wollen wir mal tauschen? Lass uns mal tauschen. Ja. Das wird auch mal cool sein. Wir hätten nicht tauschen müssen, ne? Aber okay. Stimmt, das war richtig dumm von mir gerade. So, dann mach mal. Dann bist du die. Ich will wieder mein Handy. Ja, das mir, macht alles mir ist das alles nichts. Okay, ich bin jetzt die Frau, ja? Mhm. Wie cool, endlich mal ein kleiner Mann unter den ganz Großen hier. Ich heb ja Männer gern hoch zum Küssen, da fühle ich mich so dominant und gut, auch für den gut ist es auch für den Bizeps. Auch noch eine Bodybuilderin, ist ja zu schön, um wahr zu sein. Trägst mich dann heim nach dem Feiern. Bestimmt bist du eine russische Gewichtheberin mit Frauenbart und dein Bild ist nur Fake-Profil. Fast. Ich bin Wladimir 46 aus Weißrussland und stehe auf kleine Jungs. Hast du Lust, dich mit mir zu treffen? Warum haben wir genau jetzt getauscht? Das gibt's doch nicht. Das ist ja echt total. Ja, das war's. Das war's. Was für ein komisches Schlusswort. Leute, geht doch einfach wieder zu Hause wichsen. Ja, schönen guten Abend. Heute steht ja mal ausnahmsweise nichts Besonderes an, aber wenn Sie trotzdem Fragen haben, bitteschön. Nichts Besonderes, Herr Großreus. Sie sind heute nicht zum abschließenden Training erschienen. Stimmt es, dass Sie krank sind? Heute war Training. Er fühlte sich heute Morgen nicht wohl. Nicht wohl? Was? Ich war nicht mehr im Land, Junge. Doch, du warst doch beim Teamarzt. Nein, der Teamarzt und ich waren in Tschechien. Der hat ein paar Kontakte, weißt du, zu so richtig geilen, richtig... Osteopathen. Noch andere Fragen? Herr Großreus, stimmt es, dass Sie allein ins Trainingslager der Griechen gefahren sind und sich als essbares Buffet in den Frühstücksraum gelegt haben? Aber dafür hat sich doch Mario bereits entschuldigt. Und außerdem... ist die Sache damit erledigt. Und außerdem hat der Trainer gesagt, dass wir den Griechen helfen sollen und als Nationalspieler Vorbilder sind und als Botschafter unseres Landes etwas für die Völkerverständigung tun sollen. Wenn es sein muss, mit vollem Körpereinsatz. Und deshalb, Tzatziki, Tzatziki, zum Zack, Zack, Zack. Die Griechen fanden das lustig. Die Griechen fanden das nicht lustig. Aber die haben aufgegessen. Ja, Entschuldigung. Ja, wenn dann keine weiteren Fragen mehr sind. Mal was anderes. Stimmt es eigentlich, dass Sie einen unehelichen Sohn haben? Einen? Also, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind. Angeblich heißt er Angelo und lebt in Brasilien. Ah, den kannte ich noch nicht. Ich suche den mal bei Facebook, ne? Keine weiteren Fragen mehr. Alles beim nächsten Mal. Ah, ich habe ein Match bei Tinder. Was? 2 Meter entfernt nur. Hä? Nee. Du bist... Nee. Hässlich. Hässlich. Mein nächster Gast ist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Und ich kenne ihn schon sehr, sehr lange, denn er war früher mal mein Sklave. Ja, jetzt keine Aufregung bitte, das war alles völlig legal. Den habe ich damals nämlich von meinen Eltern bekommen, weil die mich sehr, sehr lieb hatten, als ich 4 Jahre alt war. Ja, jeder, der einen kleinen Bruder hat, weiß, was ich meine. Jetzt bin ich sehr stolz und freue mich, dass ich ihn endlich in meiner Sendung habe. Bitte rastet jetzt aus für David Kebekus! Danke, danke, danke. Ja. Es hat nicht nur Vorteile, wenn man der Bruder von Caroline Kebekus ist.
Es hat nicht nur Vorteile, weil früher haben wir zusammen den Eltern so Geschenke gemacht. Zu Geburtstagen und Weihnachten, so zusammen als Geschwisterpärchen was Schönes geschenkt. Also Caroline hat besorgt, ich habe mitgeschenkt. Ist natürlich gut. Jetzt ist das so, Caroline ist so erfolgreich geworden, jetzt schenkt die der ganzen Familie schon mal so einen Skiurlaub. Ja, da kann ich nicht sagen, ich schenke da mit. Ich habe auch einen Anteil. Caroline schenkt den Urlaub und von mir ist die Karte, Leute. Die ist... Wenn man den Namen Kebekus hört, dann denkt man natürlich immer sofort an Caroline. Und ich hatte mal so ein Dating-App-Date. Und bei diesen Apps sieht man immer nur das Gesicht und den Vornamen. Nachname ist geheim. Ja. Und da habe ich so ein Mädel getroffen, die war total nett und ganz hübsch. Und dann wollte sie so die Nachnamen klären. Ne? Und ich so, ja gut, wie heißt du? Und sie so, sowieso Müller. Und ich so, oh, das ist aber ein schöner Name. Ja, also, toll. Ja. Und sie so, und wie heißt du? Und ich so, Kebekus. Und sie so, ah, wie diese Comedian aus dem Fernsehen. Ich so, ja, genau so heiße ich. Und sie so, ja, die finde ich ja richtig beschissen. Und in dem Moment habe ich gedacht, diese Frau muss ich Weihnachten mitbringen. Also viele Leute sagen mir jetzt so, wenn die eigene Schwester in der gleichen Branche so super erfolgreich ist, das ist für dich ja jetzt so scheiße. Aber ich muss sagen, ich finde das irgendwie ganz geil. Und es gibt Sachen, die sind scheiße und geil. Manchmal ist das so. Zum Beispiel die Umwelt verschmutzen, das ist einfach richtig scheiße. Und dann sitzt du im Flieger nach Malle für 20 Euro. Das ist irgendwie geil. Das ist scheiße, aber ist auch ganz geil. Also ich bin jemand, ich interessiere mich sehr für Umweltschutz. Ich interessiere mich, aber ich mach nichts. Ich finde Umweltschutz wirklich sehr wichtig und ich hoffe wirklich, dass sich mal jemand anderes darum kümmert. Das wäre wirklich eine Herzenssache, wenn das mal einer regelt. Es wird Zeit. Ich weiß auch, mein Erdkundelehrer, der stand früher vor der Klasse und hat vor 15 Jahren schon gesagt, ihr seid die Generation, ihr müsst den Klimawandel verhindern, ihr seid das. Und ich habe damals schon gedacht, du weißt schon, auf wen du da zeigst, oder? Ich glaube, weil wir zu blöd sind, geht die nächste Generation auf die Straße und demonstriert bei den Fridays for Future. Das ist natürlich super. Und jetzt gibt es Politiker, die sagen, es gibt Schüler, die gehen nur zu den Demos, damit die nicht in die Schule müssen. Ja und? Es gibt auch Leute, die gehen in die Kirche, damit sie nicht in die Hölle müssen. Ja. Aber ich glaube irgendwie, wir schaffen das nicht, den Klimawandel zu verhindern. Wir sind zu doof, ne? Weil die EU hat jetzt beschlossen, es gibt irgendwie keine Plastikumrührstäbchen mehr und keine Plastikstrohhalme. Ne? Das bringt's. Aber es ist trotzdem irgendwie eine gute Idee. Ne? Lernen zu verzichten, weniger verschwenden, ist eigentlich gut. Was machen wir? Das ganze Internet ist voll und die Leute schreiben, wir müssen jetzt was erfinden, das den Strohhalm ersetzt. Warum? Was macht ein Strohhalm? Oh, ich trinke so gern das aus der Mitte. Oh, das mag ich. Oben das, ne? Bläh, das hasse ich. Aber das in der Mitte, das ist der Hammer. Und dann heißt es so, wir müssen jetzt was Natürliches, Biologisches erfinden, das den Strohhalm ersetzt. Und da hat so einer geschrieben so, Leute, ich habe die Lösung. Die Welt ist gerettet. Wir nehmen einfach statt Plastik-Strohhalmen, nehmen wir so lange Macaroni-Nudeln mit Loch und dann trinken wir da draus. Und ich denke so, du willst Nudeln machen?
Du willst Mehleier zusammenkippen? Du willst Hühner halten, um aus der Mitte zu trinken? Junge, nimm das Glas, kipp das Glas. Am Anfang schlabberst du noch, ne? Aber irgendwann raffst du das. Dankeschön.